Herzlich willkommen bei DPOR, den Dark Priests of Raven. Ich bin Aram und heute spiele ich zusammen mit einem meiner Abonnenten ein Dominion. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Aber hier ist halt nicht so krass, aber je öfter du deine ultimative Fähigkeit hast oder mit Brand all deine Fähigkeiten, desto besser. Ja, mit Brand sowieso. Bei Brand habe ich immer das Problem, ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich auslöse, weil wenn du zum Beispiel mit dem W drei Gegner in Flammen steckst, dann ist dein E da ziemlich stark, weil der dann herumspringt und jedes Mal AOE macht, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, ist richtig. Ja, das. Du kannst ihn sogar mit deinem Q anzünden, weil dein W dann 15% mehr Damage macht. Ja. Also bei Brand, da mache ich das auch immer ganz individuell. Aber meistens skill ich das W zuerst hoch. Kommt aber wie gesagt immer drauf an. Flames eigentlich manchmal Leute? Ganz selten. Kommt drauf an. Wenn sie mich wegen blödsinnigen Sachen zuerst flamen, aber ich fange eigentlich nie an. Weil, ne, es gehört sich für mich nicht. Also, gehört nicht in das Spiel. Naja, was, es bringt dir nicht, dein Team zu demotivieren, zum Leasen und zum Trollen. Richtig. Wenn mich ein Spieler nervt, dann probiere ich die Motivation des Teams zu halten. Und wenn der Feed oder so, reporte ich den einfach im Stillen. Du musst jetzt nicht in den All-Chat schreiben, please report. Ja. Ja. Und die Zeile. Stell dich mal dahin und ich schaff. Na, Moment, ist schlecht. Da die Wahl zu bestehen, ist ein bisschen schwer. Und der Flash ist voll. Mein Silence ist einfach so stark. So, ich hab Katharina auch geslopt. Na? Ich brauch noch 7 Sekunden. Jetzt holen wir uns erstmal drin da mehr. Ja, und sie ist tot. Jo. Zack, da kriegst du noch ein. Wie ich ja einfach den Deal als kalt gestohlen habe. Ja, Katharina, du wirfst keinen Dolch hier rein. Und sie ist tot. Ja. Boah, wir haben etwas nicht gemerkt. Oh, wir sind im Kreis hinter uns hergerannt. Taylor in der Mitte? Die Gegner haben es geschafft, tot zu sein. Oh. Bewaffnet und bereit! Na, Katharina ist tot. Und die stirbt auch. Ein Gegner wurde getötet. Puh, es steht 1-1 mit den Base. Ich werde die Gegner aus Spurloch eingenommen. Der Gegner hat die Rache. Ich counter Katharina, weil ich kann einmal aus der Ulti wegrennen und einmal die Ulti unterbrechen. Da kommt an, wer das bessere Timing hat. Einen Gegner getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich würde sagen, wir pushen die Lane. Können wir gerne versuchen. Autsch. Talon countert dich nicht so richtig mit dem Talon. Der, ich denke, der Skill zuerst an den. Hingerichtet. Ja. Ein Verbündeter wurde getötet. Erstatte Meldung. Schau mal, wie krass die Minion das einnehmen. Und jetzt. Oh, dammit. Ach so, und der Tower schießt dann auch auf mich, wenn ich da drin rumrenne. Alles klar.
Nein, also die Dolche fliegen zu ihm wieder zurück, wenn er auch. Nee, nee, ich stand in dem Dingen da drinne. In der Ulti oder wie? Nee, bei dem Tower hier. Und der hat dann auf mich geschossen. Ah ja, sobald ein einziger den Tower einnimmt, dann kann er nicht mehr schießen. Aha. Pass auf, wenn der Tower den Gegnern gehört und einer des Teams nimmt ein, kannst du diven ohne Gegenleistung. Ja, weil ich bin da drin rumgerannt. Naja, ich hab dir's vergessen zu sagen. Naja, macht ja nichts. Man lernt ja nie aus, ne? Oh, da kommt noch einer. Nur das Talon. Ich hab Bruder und ja, ich bin tot. Ach ja, eine beziehungsweise wir da bekommen wir einen Buff, der unseren Damage um 10% erhöht. Aha. Oh, naja, ich fange ihn ab, er ist tot. Jo, wir haben auch Speed. Zack. Ich werde die Gegend ausspielen. Ich muss mein Toplane aushelfen. Da wartet ein netter Double Kill. Ah, den holt sich Lucien erstmal. Lucien und Braun ist eine der stärksten Combo. Mhm. Bewaffnet und bereit. Oh, unten wird auch unser Ding eingenommen. Wir müssen mehr Druck auf die Gegner setzen und sie aufnehmen. Euer Nexus ist noch zu 75% intakt. Ich werde die Gegend ausspähen. Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Ein Gegner wurde getötet. Na, das Spiel. Trindamer ist hier jetzt auch wieder am Annehmen. Dein Team hat die Raffinerie eingenommen. Oh. Aber alleine habe ich gegen den keine Chance hier unten. Der gegnerische Nexus ist noch zu 75% intakt. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich port mich erstmal kurz zurück. Wollen wir shoppen gehen? Bewaffnet und bereit! Warum machst du dann Let's Plays, beendest du das Video nie richtig, aber schneidest einen Schluss dazu? Bitte, was meinst du am Ende? Also in deinem Let's Plays am Ende, da machst du immer einen Schnitt dazu, als du beendest die hier nicht persönlich und setzt einen Schnitt, den du mal aufgenommen hast. Warum machst du eigentlich nicht einen normalen? Gute Frage. Ah! Ich werde jetzt sterben. Ich habe einen Gegner getötet. Ihr habt einen Gegner getötet. Verbündeter wurde getötet. Die Gegner sind nicht schlecht. Dein Team hat den Steinbruch eingenommen. Geht. Jawohl! Komm schon, komm schon. Na, die haben wir doch auch. Bleib stehen. Bleib nicht stehen. Die will nicht. Erstatte Meldung. Ey, dieser Buff, wenn du in den Busch geht. Dein Team hat die Gegner ich krieg's aber. Eingenommen. Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen. Oh oh. Und? Na komm, kannst du sie wegholen. Ich hatte Dings daran gehindert, seine Ulti anzusetzen. Ein Verbündeter wurde getötet. Trindamer. Ein Gegner wurde getötet. Ja, ich hatte gewartet, bis er Half-Life war und dann habe ich ihn gefallen. Für 3 Sekunden. Hey, jo. Und den Trinder macht die Ulti nicht bei Full-Life.
Stell mal vor, so ein Team und Duke, das zusammen Feier umhang kauft und dich unsichtbar hinstellt, als dein Gegner mit Lola neben dir rumläuft. Check dir nicht, warum er Damage kriegt. Wir haben einen Gegner getötet. Schnell! Nice Heal. Der Gegner hat die Windmühle eingenommen. Jo. Boah, Talon will's wissen. Doch nicht. Oh, oh, Talon ist geflüchtet. Jo. Ey, Trinder mehr für ganze Nerven. Ein Verbündeter wurde getötet. Ja, wird auch immer stärker. Es geht nicht darum, er nimmt immer eine unserer Basen an. Oh, Hilfe. Du bist tot an der Blutung. Jo. Blut raus. Das ist wenigstens eine spannende Runde. Cool. Ey, das gibt's doch nicht. Ich war unsichtbar und sie ultet mich. Das sind immer Sachen, die ich nicht verstehe. Ich versuche mal oben einzunehmen. Okay, die ist tot. Ein Gegner wurde getötet. Jawohl! Doppeltötung. Ein Verbündeter wurde getötet. Wir nehmen das an. Ich will Johnny reingehen. Der Gegner hat den Steinbruch eingenommen. Schön hart. Er hat sich zurückgezogen. Ah, da kommt sie wieder. Ah, geschafft. Wow, wow, wow. Ein Gegner wurde getötet. Damn. Du hättest auf der Botlane sehen sollen. Ich habe Katharina so richtig stolz gedacht, sie könnte 1 gegen 1 gegen mich machen. Macht dann ihre Ulti. Der Gegner hat das Vorlauf genommen. Ich bin tot. Ach, wir haben gerade oben von Vi ganz schön hoch gekriegt. Der Gegner hat die Windmühle eingenommen. Euer Nexus ist nur noch zu 50% intakt. Links 2. Ah, da kommt schon wieder der Talon. Team hat den Steinbruch eingenommen. Talon und ich, wir sind komplett verschieden. Er skillt auf seinen B und ich skill auf mein Q und E. Ich werde die Gegend ausspähen. Ah, jetzt nehmen wir ihn aber ein. Oh, ah, Junge. Was bei Dominion echt stark ist, ist, dass du mit 3-4 Punkten ein Game gewinnen kannst. Mhm. Der Gegner hat den Steinbruch genommen. Ein Gegner wurde getötet. Jawohl! Wollen wir es noch? Ein Verbündeter wurde getötet. Talon ist ein echt starker Champion. Auf der Lane ist er aber richtig schwer. Mhm. Auf Botlane. Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Bewaffnet und bereit! Der Gegner hat den Knochenhof eingenommen. Okay, das ist die Chance. Oh. Wir haben die Stärksten bei uns. Ich werde die Gegend ausspielen. Hier sollten wir mal lieber schnell weg. Nee, wir können die ein wenig beschäftigen. Ja, beschäftigen ja, aber mehr ist hier nicht drin. Ja, ein Kill ist dann drin. Hat den Knochenhof eingenommen. Ein Gegner wurde getötet. Gegner wurde getötet. Und der erste ist weg. Jetzt auf Knockdown. Auf Talon. Ein
Jetzt kommt der Trinder auch noch. Verbündeter wurde getötet. Oh, Vorsicht. Oh, je, je. Na, das wird doch nichts. Ein Verbündeter wurde getötet. Wo? Bewaffnet und bereit. Na, na, ich bin unterwegs. Jo, ja, ich hab drei hinter mir. Das Problem ist trotzdem, wenn du unsichtbar bist, wissen die, wo du stehst. Jo. Erstatte Meldung! Boah. Da hättest du dich nicht treffen lassen müssen. Na, der hat Ulti zu früh gezündet, Idiot. Jawohl, scheiße. Doppeltötung. Wusstest du da? Du bekommst Gold, wenn du die Cover einnimmst. Ich hab das vor. Achso, was hier in der Mitte? Nee, was bringt das in der Mitte, meine ich? Das ist, dass du größer wirst, mehr Damage machst und so. Achso. Der Talon geht irgendwie ein wenig tank. Oh oh. Der gegnerische Netze. Das Problem ist, in der Mitte sehen wir uns. Jo. Also, solange das Team mitspielt, kein Problem. Silence ist overpowered, weil ich kann alles abbrechen. Die kann nicht mal die zweite Aktivierung ihrer Q machen. Ein Gegner wurde getötet. Nein, nein, du Katze. Nein, nein, ah, dammit, da komme ich doch wieder zu spät. Ich habe letztens mit einem Freund ein Game gemacht, wir beide haben nie gespielt. Das war irgendwie echt funny, so oft zu dodgen. Und wir haben sie angekesselt. Gegnerische Doppeltötung. Trindamer ist vor mir geflüchtet. Blutrausch. Trindamer ist hier oben. Jo. Ja, da war gerade hier unten. Ja, mal schauen, wie weit er geht. Okay, da kann keine Ulti. Verstummt. Jo. Ah, jetzt haben wir 100 Punkte Führung. Das wird jetzt langsam schwer für die Gegner. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Ein Gegner wurde getötet. Du persönlich, bist du Top, Mainer oder denkst du, du gehst rüber in den Jungle? Nee, ich gehe lieber Jungle. Obwohl, das kommt drauf an, wenn ich den Flo als Jungler habe, gehe ich auch gerne auf der Top Lane, weil das klappt richtig gut. Du musst mal Warwick auf der Top Lane probieren, weil dann ist dein W ein wenig nützlicher. Ja, ich habe das letztens mal ausprobiert, was du mir da geschrieben hattest. Wunderbar geklappt. Du musst halt auf dein Mana. Aber das Dreckige ist, du kannst mit 10% Leben den Gegner diven mit der Ulti. Ja. Weil du dich so krass dagegen haltest. Boah, wieso mich wollen? Wieso mich kriegen? Ich bin. Ah, jetzt haben sie uns zu dritt verprügelt. Talon, V und Katharina. Da hatten wir keine Chance. Hast du dein Trinket noch ready? Noch einen? Ja. Ach, ach so. Nee, jetzt nicht mehr. Hast recht. Dann hättest du die Base verteidigen können. Ja, nee, habe ich gar nicht dran gedacht, dass es das hier gibt. Hast du es schon einmal eingesetzt, oder? Ja. Ich habe nur noch eine Aufladung. Ziemlich am Anfang halt, ne? Ich benutze das meistens am Anfang und wenn der Druck ein wenig kleiner ist, brauchst du das auch nicht mehr. Ja. Und wenn die Gegner ein Comeback machen, hast du immer wenigstens eine Ladung. Dein Team hat den Knochenhof eingenommen. Ja, das Game hat mir wirklich gefallen. Dein Team hat die Raffinerie eingenommen. War eine gute Runde, ja. Oh oh. Gegner wurde getötet. Böser Trinder. Ich werde die Gegend ausspähen.
Ich hab ne Fail-Ult gemacht. Dominieren. Ey, Katharina lernt das nie, gell? Wenn ich kein E auf sie mache, dass die Ulti dann von ihr abgebrochen wird. Ne, weil die hat da schon 20 Mal den gleichen Fehler gemacht. Oh, ich bin tot. Ah, nee, bist du nicht. Ich bin auf dem Ring. Gewonnen! Naja, GG. Ich hoffe, es hat euch gefallen und über eine positive Bewertung, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.